Wegen eines Streiks im Bayerischen Rundfunk kommt es heute in einigen Programmen zu Sendeausfällen. Deswegen hören Sie gerade Bayern 3. Auch wenn Sie vielleicht ein anderes BR-Programm eingeschaltet haben. Immer aktuell informiert. Bayern 3, die Nachrichten. Um 18 Uhr mit Claudia Fingererben. Es ist ein Milliardenprogramm, mit dem Bayerns Ministerpräsident Söder den, Zitat, Forschungsturbo zünden will. Auf der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz hat Söder angekündigt, unter anderem 1.000 neue Professuren und 10.000 neue Studienplätze anzubieten. Ziel ist es, den Freistaat zum internationalen Spitzenstandort für Hochschultechnologie und künstliche Intelligenz zu machen. In den nächsten 4 bis 5 Jahren soll rund 1 Milliarde Euro investiert werden. Damit das auch finanziert werden kann, sollen nach dem Willen der CSU weniger Schulden getilgt werden. Es gibt neue Verhandlungen mit Großbritannien in Sachen Brexit. Das hat EU-Kommissionschef Juncker mitgeteilt. Allerdings gibt es noch keine Anzeichen auf einen baldigen Kompromiss. Das EU-Parlament plädiert für einen weiteren Aufschub des Brexits, um einen chaotischen Bruch Ende Oktober abzuwenden. Allerdings bleibt das Risiko eines No-Deals und damit eines harten Brexits, Zitat, real, so Juncker. Die CSU-Politikerin Daniela Ludwig ist neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Die 44-Jährige ist Nachfolgerin von Marlene Mortler, die bei der Europawahl im Mai ins EU-Parlament gewählt worden war. Paketboten sollen künftig besser vor Ausbeutung geschützt werden. Das Bundeskabinett hat dafür einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil gebilligt. Er sieht eine sogenannte Nachunternehmerhaftung vor. Damit werden Versandunternehmen verpflichtet, Sozialbeiträge nachzuzahlen, wenn ihre Subunternehmer die Beiträge nicht abgeführt haben. Das Kabinett hat außerdem die Voraussetzungen für höhere Hartz-IV-Leistungen geschaffen. Ab Januar soll beispielsweise der Regelsatz um 8 Euro auf 432 Euro steigen. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen. Welche Änderungen noch anstehen, gibt's in 10 Minuten hier im Bayern 3 Programm. Keine E-Zigaretten mehr in Indien. Verkauf, Produktion, Import und Bewerbung sind ab sofort verboten. Der Grund: E-Zigaretten stellen nach Ansicht der indischen Regierung vor allem für junge Menschen ein Gesundheitsrisiko dar. Zudem helfen sie nach US-Studien nicht generell mit dem klassischen Rauchen aufzuhören. Bei einem Verstoß gegen das E-Zigarettenverbot drohen in Indien zukünftig mehr als 1.000 Euro Geldstrafe oder 1 Jahr Gefängnis. Beim BR gibt es heute einen 24-Stunden-Streik. Verdi und der Bayerische Journalistenverband haben dazu aufgerufen. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Der BR versucht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem kommt es zu Beeinträchtigungen im Programmablauf oder zum Ausfall einzelner Sendungen. Deswegen kann es sein, dass Sie gerade Bayern 3 hören, obwohl Sie ein anderes Programm des BR eingeschaltet haben. Bayern 3, das Wetter. Mit Ines Maria Weiß. Euer sonniger 12 bis 18 Grad Feierabend bleibt warm bis zum Sonnenuntergang um kurz vor 7:30 und dann zack, geht's Licht aus und die Wärme haut ab. Die Temperaturen kommen in der Nacht, also genau in der zweiten Nachthälfte, dann bei 7 Grad am Untermain und am Bodensee raus und bei 2 Grad örtlich in Oberfranken. Und örtlich könnt's Bootfrost geben, das heißt, deckt mal lieber eure empfindlich Pflanzen ein bisschen ab. Sicher ist sicher. Sicher ist auf jeden Fall, dass morgen wieder ein sehr sonniger Septembertag rausspringt, auch wenn im Tagesverlauf in Teilen Frankens und in den östlichen Mittelgebirgen vorübergehend mehr Quellwolken auftauchen können. Bleibt alles harmlos bei 12 bis 17 Grad. Und der Wettertrend fürs Bayern-Dreiland: Bayern bleibt in der Sonne und hat Ü20-Temperaturen vor ihr Wochenende geplant. Am Sonntag geht's örtlich auf die 25. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. Um 6:03, Servus auf die Straßen. Die A3 Nürnberg Richtung Würzburg zwischen Nürnberg Nord und Erlangen-Frauenaurach. 9 Kilometer stockender Verkehr. Grund ist eine Baustelle. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Wertheim-Lenkfurt und dem Dreieck Würzburg-West. 6 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Die Unfallstelle ist da mittlerweile geräumt. Ihr braucht aber noch gut 20 Minuten länger, sagt hier der Stauzeitrechner. A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Regensburg-Universität und Wörth an der Donau-Wiesent. 17 Kilometer Stau und stockender Verkehr, das dauert schon eine Stunde länger. A7 Ulm-Würzburg in beiden Richtungen zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau, immer wieder Stau und stockender Verkehr, Grund ist die Baustelle im Firngrundtunnel. A8 Salzburg Richtung München in der Ausfahrt Neukirchen, da steht ein defekter LKW. A92 Deckendorf-München in beiden Richtungen zwischen Wörth an der Isar und Landshut-Essenbach, jeweils Stau an einer Baustelle.
A93 Regensburg Richtung Weiden zwischen Schwarzenfeld und Pfreimd Stau. 20 Minuten plus und in Richtung Regensburg in der Einfahrt Schwarzenfeld ein kaputter LKW. A96 Lindau Richtung München zwischen Erkheim und Kohlbergtunnel Behinderungen nach einem Unfall. A99 Westumfahrung München Richtung Lindau zwischen Neuherberg und dem Dreieck Allach 9 Kilometer stockender Verkehr, eine Viertelstunde dauert's länger. Und die B469 Wörther Main Richtung Mainhausen, die ist zwischen Stockstadt und der A3 bei Stockstadt nach einem Unfall momentan gesperrt. Gute Fahrt und kommt gut an. Jacqueline Bell und Jerick Stöttner sind die zwei für euren Feierabend. Hallo. Hey. Und große Freude bei Shaki gerade. Sie hat nach ganz langer Zeit mal wieder eine Birne gegessen. Ich finde das so unglaublich, wie man sich freuen kann, ja, dass man mal wieder eine Birne gegessen hat. Kennt ihr das nicht, wenn man einfach lange etwas nicht mehr gegessen hat und sich gedacht, warum habe ich das eigentlich jetzt 2 Jahre nicht mehr gegessen? Eine Birne schmeckt ja total lecker. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Birne heute. Es freut mich sehr. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch ganz lang. So ein Apfel isst man ja schon mal, aber eine Birne habe ich auch schon ganz lang nicht mehr gegessen. Stimmt. Aber das ist auch der Grund, warum wir hier zusammen moderieren. Also uns verbindet eigentlich wirklich das Essen in erster Linie.